In diesem Video zum Thema Social Media Marketing im B2B gucken wir uns ein paar Besonderheiten des B2B-Sektors an, was Social Media Marketing angeht. Viele Unternehmen sind sich nicht so ganz klar darüber oder wissen nicht genau, ob Social Media sich für sie überhaupt eignet. Und da ist ein häufiger Einwand, dass die Zielgruppen im B2B einfach viel kleiner sind. Also normaler Markenartikler wie Danone, Adidas und so weiter, die haben eine Zielgruppe von vielen Millionen Menschen. Das heißt, die können eben über Facebook und Co. auch diese Millionen Menschen erreichen. Das kann ein B2B-Unternehmen in der Regel nicht, denn sie haben da eine sehr viel kleinere, engere Zielgruppe. Das heißt, Social Media ist dann für sie geeignet, wenn sie diese kleine, enge, genau definierte Zielgruppe auch erreichen können über die Kanäle. Also wenn diese Zielgruppen in ausreichendem Maße die Kanäle nutzen. Was Sie nicht vergessen sollten, ist, dass eben eine Zielgruppe auch zum Beispiel die Presse sein kann. Muss nicht immer ein Neukunde oder ein Kunde sein. Auch Presse, Medienvertreter könnten als Zielgruppe für ihre Social-Media-Strategie später dienen. Genauso auch das Thema Recruiting, Mitarbeiter. Junge Mitarbeiter gewinnen als potenzielle neue Führungskräfte zum Beispiel. Auch das kann ein Thema sein, was Social-Media-Marketing bei Ihnen interessant und spannend macht. Sie haben häufig auch das Problem, dass Sie ein engeres Budget haben, also ein klassischer Markenartikler im B2C-Sektor. Das heißt, Sie müssen mit Ihrem Budget haushalten und darauf achten, dass eben die Kanäle genau messbare Erfolgsbeiträge liefern. Aber das können Sie im Social Web sehr gut machen. Man kann zwar nicht alles messen, natürlich, es geht nie, aber Sie können sehr, sehr viel messen, was eben auch häufig in traditionellen Medien gar nicht messbar ist. Wenn Sie eine Anzeige irgendwo schalten, dann können Sie den direkten Rücklauf messen. Aber was die Anzeige wirklich gebracht hat an Sichtbarkeit, an Bekanntheit, an Image, das können Sie nur über eine teure, aufwendige Marktforschung rausfinden, wenn überhaupt. Im Social Web können Sie durch Klicks und Statistiken und View-Zahlen zum Beispiel und Lead-Generierung sehr, sehr viel messen. Mein Rat ist immer der, im B2B-Sektor setzen Sie sich klar definierte, wirklich konkret messbare Ziele. Ja, sowas wie Image zum Beispiel, was man immer gerne heranzieht im Social Web, ist im B2B eigentlich nur ein sekundäres Ziel. Da geht es mehr darum, wirklich konkret anfassbares, handfestes rauszuziehen. Und das sind eben im B2B-Sektor häufig Leads. Denn sie haben meistens einen relativ langen Kundenbestellprozess oder eine Kundenentscheidungsphase. Ich entscheide mich eben nicht für eine Maschine oder für einen Anbieter innerhalb von 2-3 Stunden, sondern häufig über mehrere Wochen hinweg mit dem Buying Center, was dann da die Entscheidung trifft. Und das können Sie eben nur abdecken und nachfassen, wenn Sie jemanden haben, wenn Sie den Kunden definiert haben, wissen, wer das war. Das heißt, versuchen Sie auf jeden Fall, aus einem Besucher Ihrer Webseite einen Lead, einen anfassbaren Lead zu machen. Und das können Sie über die Social-Media-Kanäle sehr, sehr gut forcieren. In dem späteren Video zeige ich Ihnen noch, wie Sie zum Beispiel über Slideshare sehr gut vorgefertigte Leads generieren können, die eben genau an Ihrem Thema auch Interesse haben. Ein weiterer Punkt im B2B-Sektor ist, dass das Vertrauen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ja, wir haben häufig hochpreisige Güter, die auch ein hohes Risiko bergen. Wenn so eine Maschine mal ausfällt, dann kann das eben sehr, sehr hohe Kosten nach sich ziehen. Oder wenn die IT-Infrastruktur zusammenbricht, kann das auch sehr teuer werden. Das heißt, das Vertrauen ist hier entscheidend. Und das müssen Sie über Social-Media-Kanäle eben auch vermitteln. Dass Sie der Experte sind für das Thema, dass man Ihnen vertrauen kann, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen. Und dafür ist dann eben Social-Media-Marketing mit Content-Marketing ein ganz, ganz entscheidender, guter, hochwertiger, wichtiger Kanal. Vielleicht der entscheidendste Unterschied im B2B-Social-Media-Marketing zum B2C-Marketing ist der, dass eben nicht Unterhaltung und Fun und Action die wichtigste Rolle spielt. Ja, so ein Endkunde bei Facebook, der möchte unterhalten werden. Der braucht lustige Videos, der braucht ein lustiges Bild, der braucht irgendwie Spaß. Das werden Sie im B2B-Sektor nur sehr eingeschränkt machen können. Da brauche ich als Kunde einen echten Mehrwert. Und zwar einen Mehrwert, der mir in meinem Arbeitsalltag, in meiner Arbeitswelt weiterhilft, der mir dann echt konkreten Nutzen bietet. Und das ist eins Ihrer Ziele, dass Sie sich setzen sollten, für den Social-Media-Prozess im B2B einen wirklich klar kommunizierten Mehrwert zu vermitteln, den Kunden eben, der so groß ist, dass der Kunde ihn gerne und freiwillig abruft und dann auch Fan oder Follower oder Abonnent eben wird. Und das ist Ihre Herausforderung, die Sie da haben. Also die Endbotschaft hier in diesem Video, setzen Sie sich klare Ziele für Ihre Social-Media-Strategie, definieren Sie ein klares Budget und versuchen Sie immer Leads zu generieren, die Sie dann eben mit dem Vertriebsprozess nachfassen können, wie auch im normalen Marketing auch. Ziele setzen, definieren, Leads generieren und nachfassen. Social Media kann für den B2B-Sektor sehr, sehr gut funktionieren, wenn man weiß, was man macht, wenn man weiß, wie es geht.